Aber wir können noch mal eins machen. Wir können eigentlich mal unseren Rucksack mal hier ausleeren ins Auto. Das wäre vielleicht ganz sinnvoll. Sonst passt gleich nichts mehr rein. Hunger haben wir gerade nicht. Seile sind, glaube ich, voll. Ich bin mir nicht sicher. Die Nägel sind voll. Ansonsten geht es. Und wir dürfen bloß nicht vergessen, noch Wasser mitzubringen. Schon wieder so nach Nebel aus. Ätzend. Mistnebel. Wo wollten wir hin? Jenseits der Tankstelle. Da müssen wir allerdings wieder durch das Gebiet dadurch, wo die Banditen da hausen. In Banditenhausen. Also das Auto fährt sich ganz schön eierig mittlerweile. Die neue Textur scheint ein bisschen zu schwer zu sein. Und er zieht leicht nach rechts. Nicht gut. Hallo, aussteigen, danke. Oh. Ja, da können wir auch gleich nochmal gucken. Ich glaube, da waren wir noch gar nicht drin. Habe ich doch glatt eben mit unserem Kofferraum verwechselt. Ich dachte eben, oh, naja, wir gucken ja bloß in unseren eigenen Kofferraum rein. Denkste. Oh, hier kommen, den trinken wir mal. Zwar viel zu viel, aber nee. Es sind auch viel zu viele Cola-Dosen gerade da. Was ist das? Eine Flasche. Ja, die hat uns echt noch gefehlt. So, gut, dann haben wir hier wieder 8 wieder zusammen. Die können da drauf. Und ja. Komm, das Essen auch mal weg. Ja, passt schon. So. Zu dem würde ich aber erst mal hinwollen. Ich weiß, 15 Liter haben wir noch im Tank, aber tanken müssen wir noch nicht. Also bei allem, was hier sehr schnell verbraucht wird, ist Sprit glücklicherweise das, was am wenigsten verbraucht wird. Am wenigsten verbraucht wird. Von den Autos zumindest. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Ach, hier noch ein Rad. Kannst du mir mal ein Rad geben? Ja, hole ich mir gleich selber. Ich hoffe, hier ist keiner drin. Na, werden wir gleich feststellen. So, wir wollen erstmal. Erstmal wollten wir eigentlich alles wegpacken. Damit wir auch gleich genug Platz haben. Und jetzt habe ich immer noch diese. Obwohl doch, das ist ja die Munition, die wir doch haben. Ich dachte, das wäre jetzt diese andere Munition für Sturmgewehr. Hier oben drauf, ob hier noch irgendwas Tolles rumliegt. Toll. Ja, ganz toll. Oh, hier ist noch was. Munition. Toll. Für Sturmgewehr. Na, klasse. Und eine Schutzweste. Zwei Schutzweste. Alter, wie geil. Zwei Schutzwesten. Okay, das hat sich schon gelohnt. Dann beschwere ich mich auch nicht weiter über die Munition, die wir gerade gefunden haben, die wir noch nie benutzt haben. Also cool. Haben wir denn überhaupt noch eine Schutzweste an? Ja. Die sind besser, aber wir haben noch eine funktionierende Schutzweste. Von daher ist das alles in Ordnung. Das ist schön. So, Kofferraum auf. Das kann man nicht stacken. Von daher packen wir es gleich rein. Davon werden wir wahrscheinlich auch nicht mehr so viel finden. Sind das Kofferraum schon fast wieder voll? Alter! Ich weiß nicht, sind hier Freunde? Ich weiß es nicht. Ach, hier. Ja, ich höre es schon. Gut, alles klar. Die röcheln hier drin wieder rum. Sonst keiner, das ist gut. Exekutieren. Platsch. Alles klar. Auf jeden Fall ist das komisch gefühlt, nicht Lust, dass wir hier schon mal waren, aber Salz. Toll. Noch eine leere Flasche. Ja,
Die werden uns wirklich sehr viel weiterbringen. Dann können wir wieder Fusel herstellen. Toll. Crowbar. Proceed. Ja, toll. Säge und ein Hammer. Und was haben wir hier noch? Ah, hier haben wir noch mehr Munition. Das ist sehr schön. Habe ich nicht gerade was zu der Rifle Money gesagt? Aber, na gut. Gut, Säge und ein Hammer brauchen wir jetzt nicht. Jetzt gerade nicht. Ach, hier ist auch schon wieder so viel Schrott hochgestellt. Das ist ja interessant. Hallo? Hier. Okay, das können wir nicht aufsammeln. Warum, weiß ich nicht. Kann man nicht sammeln. Geht nicht. Ist hier irgendwo anders das Overlay? Das kann auch sein. Also das Interact Overlay. Ah, hier war doch gerade was. Habe ich da nicht gerade was gesehen? Nee, doch nicht. Ach, wer weiß. Egal. Aua. Toll. Nee. Etwas seltsam funktionieren hier die Türen, aber hey. Oh ja, Metal Scrap wird gern gesehen und gern genommen. Nähzeug sehr gerne. Lappen brauchen wir jetzt erstmal noch nicht wieder. Da haben wir noch ein paar. So zwei, drei. Hier, das nehmen wir aber gerne mit. Komponent, sehr gerne. Und ja, Schrotbumm-Ammo. Wollen wir gleich mal nachladen. Ja, lass dir Zeit. Lass dir Zeit. Wir sind ja nur mitten in der Apokalypse. Alles gut. Lass dir Zeit. So, dann haben wir, was haben wir hier noch? Ach ja, ein Brett, noch ein Brett. Ist ja voll hart, das Brett. Haben wir hier noch? Komponent, sehr schön. Lappen, ja, nee, brauchen wir gerade nicht. Alter, ich lasse das in den Lappen liegen, wer hätte das gesagt? Komponent, sind wir alles mit. Hier ist noch Metal Scrap und nochmal Lappen, die lassen wir auch wieder liegen. Gut, dann haben wir hier soweit schon alles weg. Dann wollen wir hier nochmal reingucken, da ist nichts. Und hier sind Nägel. Und noch ein Päckchen Zucker. Und das waren übrigens keine Nägel, das sind tatsächlich hier Metal Scrap. Lustigerweise. Ach, das habe ich gerade ausgetauscht. Ne? Oh je, wie unangenehm. Na, das wäre ja was geworden. Hier noch mehr Nägel. Wir hatten so viele Nägel im Küchenschrank. Mann, komisch. Dann haben wir hier noch so eine Büchse. Ja, die brauchen wir jetzt nicht zwangsläufig. Wir nehmen sie trotzdem mit. Man weiß ja nie. Die Lappen überall. Ja gut, dann sind wir hier jetzt auch schon wieder durch. Das ist nicht viel gewesen. Habe ich übersehen? Habe ich auch übersehen. Warum? Warum übersehe ich das alles? Mensch, das kann doch nicht wahr sein. Okay, dann haben wir jetzt ein paar Mal Metal Scrap. Dann haben wir hier nochmal ein paar Mal Components. Alter, das lohnt sich. Sehr cool. Flaschen. Salz, ja gut, Salz. Naja, Salz. Zucker haben wir auch noch gehabt da. Aber sonst. Doch, eins hat man noch. Das hier. Muni. Ja. Dann können wir wieder umdrehen und wieder wegdüsen. Theoretisch, aber ich möchte auch nochmal hochgucken. Komm, da fahren wir mal kurz hin. Aber erst speichern wir vorsichtshalber das haben wir gelernt. So, einsteigen, anschmeißen die Kiste und dann geht's auch schon los. Auf geht die wilde Fahrt. Na, hoffentlich lege ich den nicht gleich wieder auf die Seite. Alter, ist das uneben. Sehr idyllisch, aber hier gibt es ja so ziemlich gar nichts. Ist da was? Das sieht da so aus, als wäre da was. Was ist denn das? Ein Funkturm. Das ist so ein Handyfunkturm, würde ich sagen.
Da müssen wir mal... Ach, Mann. Oh, dieses Auto. Da. Wie? Mapgrenze erreicht, Lavi. Ich hoffe nicht. Ja, alles gut. Hier kommt man durch. Kann man nichts machen? Oh, hey, toll, ein Brett aufsammeln. Noch ein Brett aufsammeln. Ja, ganz toll. Ja, was für eine billige Belohnung. Drei Bretter, weißt du? Das ist jetzt alles nicht so nett gewesen. Ob man hier irgendwann später was mitmachen kann? Wäre schon erstaunlich. Wäre echt toll. Ich überlege gerade, kann man da hinten irgendwie drüber gucken? Ich möchte einfach mal gucken, was da hinten ist. Wir gucken doch einfach erstmal nur ein Blatt. Ganz, ganz wichtig. Blätter sind hier immens wichtig. Da ist doch noch was. Ich sehe doch da was. Da war noch was. Da ist doch was dahinter. Was ist denn da? Da müssen wir hin. Ich komme hier nicht hoch, Mann. Natürlich, ja, das ist ja ungünstig gerade. Da müssen wir aber unbedingt mal hingucken. Was da Tolles ist, das will ich jetzt wissen. Hier, das fliegende Auto. Kennen wir den? Den kennen wir doch auch noch nicht, oder? Das nächste Banditenlager, ich hab's entdeckt. Okay. Was machen wir? Eben nur so gedacht, hä, warum ist denn das jetzt nicht mehr da? Gut, alles klar. Gut. Ja, ist besser. Ja, gut. Für ein Kilo Zucker. Warum nicht? War nicht mal ein ganzes Kilo. Sturmgewehr nehmen wir mit. Komisch, die verletzen uns irgendwie komischerweise gar nicht. Der hat ja auch einen Zucker nur dabei. Zucker und Klebeband. Wow. Das lohnt sich ja richtig. Es waren noch mehr als drei hier drin, oder? Ich erinnere mich. Es waren mehr als drei. Da ist nix. Ist auch nix. Gut. Jo, wollen wir mal gucken. Oh, hier. Oh, guck einer an. Ach, da müssen wir von hinten ran, glaube ich. Können wir nicht. Ach Mist. Wir müssen uns irgendwie um den da drum herum schleichen. Oh. Ja, war gut, dass sie noch ein bisschen buggy sind, die Biester, ne? Die Typen hier.
Ja, schön. Na? Du, ihr rennt alle ins Leere, Leute. Sowas. Ich weiß nicht, nutze ich hier vielleicht irgendwie gerade die Bugs aus? Und wenn... Macht das was? Ich glaube nicht, ne? Ich kann nichts mehr tragen, Mann. Durst, Durst. Wir haben Durst. Was trinken wir hier, die Cola? Wenn wir schon dabei sind, knappern wir auch hier noch so einen Riegel weg. Also so ein Riegel Bärfleisch, ne? Riegel trocknet Bärfleisch. Wasser nehmen wir natürlich mit. Ja, wow. Das wird sich richtig lohnen. Ich glaube, ich brauche mein Auto hier. Wir brauchen unser Auto hier, Leute. Wir haben hier so viele Wasserflaschen. Aber sonst würde ich sagen, eher wenig. Naja, aber wir sind ein bisschen Action erlebt diesmal, ne? Finde ich schon mal cool. Das finde ich toll. So, hier ist auch nichts mehr drin. Wir müssen hier unbedingt mal... Wir müssen unbedingt hier mit dem Auto mal herkommen. Da geht auch noch eine Straße lang. Wir holen erstmal unsere Karre. Ha! Rucksack. Ruck. Ich will... Hallo. Oh. Hallo, Kate. Da war... Die hat doch... Das war aber... Die Herren. Ach ja, nee. Pussied. Oh je. Has been rescued. Kate has been rescued. Ich dachte, das hieße has been rescued. Naja. Will you take her to camp and join your crew? Close combat trained, gun trained, sniper. Oh ja. Bitte. Da bitte ich sogar drum. Upgrade inventory. Plus zwei Slits. Die Schlitze. Immer den und immer den. Und dann müssen wir die beiden nochmal durchgucken. Und dann haben wir hier noch eine Flasche. Die ist schon zu viel. Ja, und die Waffe möchte ich auch gerne auch mitnehmen. Jetzt müssen wir erstmal hier kurz hoch. Du hast ja nichts mehr. Nee. Okay, das Auto 90 Grad nach rechts drehen und dann einmal rückwärts. Und hier geht es dann runter irgendwo. Ich hoffe, ich habe jetzt auch die richtige Strecke gewählt. Und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Moment. Einmal speichern, bitte. Bevor das Auto wieder auf die Seite legen. Kann man das irgendwie durch, sich durchquetschen? Ja, geht. So, alles klar, so ein Träumchen. So, was haben wir jetzt hier alles? Muni hatten wir doch noch gefunden hier. Irgendwelche Muni, die wir nicht haben. Oder? Oder? Oder nicht? Ach nee, die haben wir drin gelassen. Die haben wir in dem drin gelassen. Alles gut. So, das ist voll. Das brauchen wir nicht mehr. Das ist auch voll. Brauchen wir nicht mehr. Blatt. Ein Blatt. Zucker hatten wir doch auch noch. Hier Zucker. Da Zucker. Eine Dose. Beefcan, genau, eine Dose Fleisch. Aber sonst... Diese angefangenen Flaschen, weißt du? Aber sonst ist hier gerade nicht viel. Komm, den erstmal nochmal weg. Der bringt sowieso nicht so viel, von daher alles gut. Das kommt darin und dann haben wir wieder ein bisschen mehr Platz im Inventar. Für... Noch drei Wasserflaschen. Alter, ich fasse es nicht. Ich fasse es ja nicht. So, hier haben wir noch Muni und hier haben wir noch eine Beefcan. Und du hast nichts mehr gehabt. Alles klar. So, Schuhe. Brauchen wir Schuhe? Eigentlich nicht. Die können wir sowieso nicht anziehen. Also wir schon, aber unseren Mates können wir die nicht anziehen. Und sie, wenn sie auch bloß über Nacht bleibt, dann, ja, dann ist es halt so. Dann wird da auch nichts dran ändern. Ja, gut. Dann sind wir hier jetzt durch. Die wollte ich noch haben. Die Dosen und die Lappen könnt ihr gerne behalten. Die lasse ich euch mal. So, dann
Schleif, Schleif. Ah, ist gerade nicht so gut hier, ne? Ist hier kaum ein Weg hier durch die Bäume durchführt. Lackschonen, nennt man das? Lackschonendes Fahren? Mal gucken. Da ist nichts mehr. Da geht es wieder auf den Highway. Okay, und da ist noch ein Wasserturm, aber das ist der, den wir da schon kannten. Gut. Dann mal weiter.